Es wird Zeit, dass wir das Twinstar-Twinscape beenden und wir mal die endgültigen Ergebnisse vergleichen. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Und dieses Video wird das letzte Video sein zum Twinstar Twinscape. Und wir müssen uns heute einmal anschauen, was sind denn jetzt wirklich die Ergebnisse? Was ist bei rausgekommen? Was kann der Twinstar wirklich leisten? Schon mal vorweg, das Twinstar Twinscape wird auch nicht weiterlaufen, sondern dieses Twinscape wird dann auch in Zukunft für weitere Experimente zur Verfügung stehen. Erst einmal wird das ganze Becken jetzt im Anschluss an dieses Video abgebaut. Es wird sicherlich erstmal ein paar Wochen leer hier stehen, weil ich mich auch einfach meine anderen Projekte momentan intensiver kümmern muss, damit die stabil werden. Aber dann steht dieses Setup auch wieder für Experimente zur Verfügung, sodass wir da wirklich wieder A-B-Tests machen können, um zu schauen, was bestimmte Dinge wirklich so ja, leisten können. Und da schon mal vorweg, schreibt mir unten in die Kommentare, was würdet ihr gerne so als direkten A-B-Vergleich einmal in diesem Testbecken sehen wollen. Meine Idee wäre, das Ganze mal mit CO2 zu machen. Also so ein ähnlicher Aufbau wie jetzt auch. Und das eine Becken wird mit CO2 betrieben, das andere ohne, damit man wirklich mal sehen kann, wie deutlich der Einfluss von CO2 auf das Pflanzenwachstum ist. Aber vielleicht hast du noch andere Ideen, also wenn du da was Bestimmtes sehen willst, ab damit unten in die Kommentare. Jetzt aber mal zurück zum Twinstar-Becken. Das ganze Test-Setup lief jetzt 17 Wochen. Das heißt, wir haben sehr deutlich die Einfahrphase überschritten und konnten auch am Ende sehen, wie das Ganze sich langfristig zu entwickeln glaubt. Ich habe ja absichtlich ab einem gewissen Zeitpunkt da eine stärkere Lampe drüber gesetzt. Wir haben ja ursprünglich angefangen mit den beiden Twinstar E, die gute Lampen sind für diese Beckengröße. Das waren ja zwei Mini-M, da so eine Twinstar E drauf mit 1100 Lumen. Total gute Lampe für so ein Becken, um da wirklich alles drin zu halten. Ich wollte aber den Twinstar auch an seine Leistungsgrenze treiben. Denn es war von vornherein eigentlich doch schon sichtbar, dass in dem Becken mit Twinstar weniger Algen drin sind. Ich wollte aber gucken, kann dieses Gerät das halt auch aufrechterhalten, wenn ich absichtlich eigentlich etwas falsch mache in diesem Becken. Deshalb habe ich da ja dann eine Daytime-Matrix drüber gesetzt, mit jeweils drei Modulen pro Becken. Und das bedeutet, ich bin von ursprünglich 1100 Lumen dann hochgegangen auf über 4000 Lumen pro Becken. Und das ist natürlich deutlich zu hoch. Und man konnte das in dem Becken ohne Twinstar auch relativ schnell sehen. Da sind halt Grünalgen wieder verstärkt aufgetreten. Ich habe da eine richtig ordentliche Algenblüte drin bekommen. Etwas, was ich in meinen anderen normal laufenden Becken noch niemals hatte. Also freie Grünalgen im Wasser, sodass das Wasser wirklich grünlich wirkt. Ich hatte die ganze Zeit massive Staubalgenbeläge auf den Fenstern und auf den Pflanzen selber. Viele Grünalgen, viele Pinselalgen, alles was in diese Richtung geht. Und das Becken mit Twinstar ist algenfrei geblieben. Ich kann das nicht anders sagen. Das, was wir da gesehen haben als Ablagerung auf dem Boden, das hatte ich irgendwann vorher auch schon mal einmal kurz erklärt, ich glaube in einem der Livestreams, das waren, das stellte sich hinterher raus, Calciumablagerungen bzw. Kalkablagerungen, die einfach der Twinstar bei seiner Reaktion freisetzt und dadurch, dass die Strömung genau über dem Twinstar sozusagen saß, lagerte sich das alles auf dem Bodenbereich unter dem Twinstar ab und auch nicht sonst im Becken. Das war also tatsächlich relativ normal, würde ich sagen, bzw. bei einer anderen Strömung, wenn das nicht über einen Rucksackfiller von oben nach unten strömt, würde sowas auch gar nicht auffallen. Das würde sich dann im Becken verteilen und vermutlich vom Filter einfach wieder aufgenommen werden. Was allerdings auch zu sehen war, war neben dem ja nicht vorhanden sein von Grünalgen im Becken mit Twinstar, dass das Becken mit Twinstar langsamer gewachsen ist. Es ist nicht schlechter gewachsen, es ist langsamer gewachsen. Und das kann man so ein bisschen darauf zurückführen, dass der Twinstar durch seine Reaktion auch Nährstoffe ausfällt, vor allem Eisen. Das bedeutet, hier wäre im Endeffekt eine stärkere Düngung nötig gewesen, die ich jetzt im Rahmen dieses Experiments nicht gemacht habe, weil ich ansonsten schlicht und ergreifend die Ergebnisse nicht mehr hätte vergleichen können. Deshalb habe ich da die Düngung beibehalten. Hat aber eben gezeigt, dass die Düngung, die in dem Becken ohne Twinstar ausreichend war, für das Becken mit Twinstar nicht ausreichend war. Das heißt, das ist etwas, was du durchaus beobachten solltest. Ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, wenn du einen Twinstar einsetzt, musst du 1 Milliliter davon mehr oder weniger düngen. Das lässt sich nicht quantifizieren mit so einer Zahl. Aber beobachte, wie sich deine Nährstoffe und wie sich deine Messwerte, das solltest du also wirklich einmal messen, entwickeln, wenn du einen Twinstar einsetzt, denn es ist davon auszugehen, dass du etwas mehr düngen musst, wenn der Twinstar dauerhaft läuft. Er ist dauerhaft gelaufen und er hat auch unter der Daytime-Matrix Grünalgen ferngehalten, was ich wirklich krass finde. Das ist eine richtig gute Leistung von dem Ding gewesen. Und genau das hat dann auch dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, gut, wir sind jetzt eigentlich deutlich über die Einfahrphase hinaus. Meiner Meinung nach funktioniert der. Er hat zumindest hier bei mir in diesem Test-Setup funktioniert. Du musst natürlich bedenken, ich habe hier eine Testgruppe von einem Becken. Ja, das ist nicht repräsentativ. Ich kann deshalb nicht sagen, dass ein Twinstar
allgemeingültig Grünalgen fernhält. Er hat es bei mir getan und er hat es bei mir auch nachweislich getan, selbst als ich absichtlich Dinge falsch gemacht habe, die Grünalgen in dem anderen Becken sehr stark gefördert haben. Deshalb muss ich davon ausgehen, basierend auf den Ergebnissen, die ich jetzt hier mit meinen beiden Testbecken erreicht habe, dass der Twinstar effektiv Grünalgen fernhält. Aber auch nur Grünalgen. Kieselalgen hatte ich in dem Becken ja auch und gegen alles andere wirkt er auch nicht, was bereits auch Teil der Produktbeschreibung ist und in der Anleitung steht. Also es ist wirklich schon sehr eng beschränkt auf Grünalgen und vermutlich auch tatsächlich darauf beschränkt, dass der Twinstar wirklich von Anfang an läuft, damit er von Anfang an die Algensporen unterdrücken kann und die gar nicht erst Chance haben, sich auszubreiten oder zu vermehren. Der Twinstar ist also auch definitiv nicht dafür gedacht, vorhandene Algen zu bekämpfen. Auch das steht übrigens in der Bedienungsanleitung. Er ist dazu gedacht, Algen vorzubeugen, nicht um Algen zu bekämpfen. Ganz wichtiger Unterschied. Aber bei mir hat er das getan. Also er hat Algen perfekt vorgebeugt. Ich habe dann den Twinstar rausgenommen nach 13 Wochen. Das heißt, das Becken lief jetzt noch 4 Wochen lang ohne Twinstar. Und da hat sich gezeigt, ich habe nämlich nur den Twinstar rausgenommen, ich habe nichts anderes verändert, dass auch das Becken dann, also das zweite Becken ohne Twinstar, das was vorher mit Twinstar lief, sehr schnell Grünalgen angesetzt hat. Allerdings nicht so stark wie in dem anderen Becken. Ich führe das jetzt einfach darauf zurück, dass halt generell das Vorhandensein von Grünalgensporen in diesem Becken ja quasi gegen Null ging. Dadurch, dass der Twinstar ja die ganze Zeit lief und die ganze Zeit diese Sporen sozusagen abgetötet hat. In dem anderen Becken waren sie ja die ganze Zeit vorhanden. Da konnten die Grünalgen also auch die ganze Zeit weiter wuchern und so ein bisschen die Pflanzen übernehmen. Das war in dem jetzt frisch ohne Twinstar betriebenen Becken natürlich noch nicht möglich. Möglicherweise hätte sich das noch verändert, wenn ich das Becken jetzt noch länger so betrieben hätte. Man muss aber natürlich auch realistischerweise sagen, ich betreibe ein Becken nicht 4 Wochen lang mit massiv zu starker Beleuchtung, sehe, dass ich die ganze Zeit neue Grünalgen bekomme und tue nichts dagegen. Also es wäre unrealistisch, wenn ich jetzt das Becken irgendwie 3 Monate lang auf diesem Stand laufen lasse, nur um zu sehen, welche Algen wachsen wo schneller, weil das ist ehrlich gesagt in dem Zusammenhang dann noch irrelevant. Das Testergebnis war ja schlicht und ergreifend nur, ich nehme den Twinstar raus bei unveränderten Bedingungen und es entstehen mir Grünalgen, wenn ich weiß, dass Grünalgen jetzt entstehen würden, was ich ja mit dem anderen Becken quasi verifizieren konnte. Die Bedingungen, die herrschten, haben Grünalgen gefördert. Das hat mir das Becken ohne Twinstar gezeigt. Jetzt wollte ich einfach nur nochmal klar machen, nochmal festhalten, dass in dem Moment, wo ich den Twinstar rausnehme, dass diese Bedingungen natürlich auch für das andere Becken dann gelten und auch dort dann Grünalgen gefördert werden. Wenn dein Becken ohnehin stabil läuft und alles vernünftig eingestellt ist, also du auch nicht absurd viel Licht da drauf hast, ja, wie jetzt in diesem Fall, du vernünftig düngst, du angemessen düngst, dann gehe ich davon aus, dass auch nach dem Entfernen des Twinstars keine weitere Algenphase auftritt. Denn woher sollte sie kommen? Es besteht ein Nährstoffgleichgewicht, deine Pflanzen wachsen bereits gut und die Algensporen sind nicht mehr da. Es gibt also keinen Grund, dass das auftreten sollte. Von daher würde ich die Prognose wagen, dass du einen Twinstar nach der Einfahrphase auch herausnehmen kannst, vorausgesetzt Licht, Nährstoffe und CO2 sind sauber aufeinander abgestimmt. Wenn das nicht der Fall sein sollte oder du dir da unsicher bist, dann lass ihn halt einfach drin, weil bei mir hat es gezeigt, dass der selbst ja Fehler verzeiht in dem Sinne. Und das ist natürlich wirklich ein sehr spannendes Ergebnis, denn daraus lässt sich jetzt sowas ableiten wie, setz einen Twinstar mit ein, wenn du dir vielleicht noch so ein bisschen unsicher bist oder wenn du auch gerade anfängst, weil das Ding macht es dir tatsächlich ein bisschen leichter, auf dein Becken einzugehen. Zumindest, wenn du zu viel Licht drüber hast. Andere Parameter habe ich jetzt natürlich nicht getestet. Ich habe nicht getestet, wie es aussieht, wenn ich absichtlich viel zu viel Dünge oder sowas. Sondern hier ging es natürlich jetzt nur um den Lichtfaktor in dem Fall, den die Data Matrix eingeführt hat. Aber wenn ich zu viel Licht habe und das vielleicht nicht weiß oder vielleicht nicht realisiere oder vielleicht nicht angemessen mit der Düngung dann darauf reagiere, dann ist der Twinstar da durchaus so eine Art Fehlerpuffer, der das trotzdem abfedern kann. Und das ist wirklich ein sehr positives Ergebnis. Ich kann jetzt wenig dazu sagen, weil das auch schon häufiger aufkam in den Kommentaren unter den letzten Update-Videos, wie das Ganze mit dem Shihiros Doctor aussieht. Ist ja im Endeffekt Nachbauprodukt, wird wahrscheinlich ähnlich funktionieren, kann ich aber nicht beschwören. Ich habe das Ding nicht hier gehabt und ich habe es nicht mal gegeneinander getestet. Das kann ich euch nicht sagen. Ich glaube, dass die Reaktion sehr identisch ist. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass auch das ähnlich funktionieren sollte. Aber wie gesagt, ich habe nicht den Beweis dafür. Ich kann das nicht, ja,
wirklich sagen. Ich kann euch da keine Empfehlung machen. Ich kann euch in dem Fall wirklich nur die Empfehlung hier für den Twinster M3 geben, den ich jetzt hier benutzt habe. Ich habe den Twinster dann jetzt schlicht und ergreifend umgesetzt in das neue Diorama da hinten in der Ecke, weil ich da natürlich auch nicht möchte, dass das in der Einfahrphase übermäßig von grünen Algen heimgesucht wird. Und da macht er sich jetzt eigentlich ganz gut. Und da werde ich ihn vermutlich auch erstmal dauerhaft dann drin betreiben, jetzt als Twinster für konkret dieses Becken. Ein Ergebnis, was ich euch leider vorenthalten muss, ist die Geschichte mit dem letzten Keimtest. Das wollte ich ja immer noch nachholen. Das wollte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt machen, wo ich den Twinster rausgenommen habe. An dem Tag wollte ich nochmal den letzten Keimtest durchführen, sozusagen maximale Keimdichte vor dem Entfernen des Twinsters. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht im Kopf, dass diese Keimtests doch sehr schnell ablaufen vom Haltbarkeitsdatum her, sodass mir da dann schlicht und ergreifend kein Test mehr zur Verfügung stand. Deshalb dafür entschuldige ich mich einmal, dass ich heute da jetzt nicht noch einen letzten Keimtest zur Verfügung stellen konnte. Die Ergebnisse der vorherigen Keimtests waren ja so ein bisschen schwammig. Also es war zu sehen, dass die Keime aus dem Becken mit Twinster sich langsamer entwickelt haben. Ob es aber am Ende wirklich weniger waren und vor allem auch welche es waren, das konnte der Test natürlich nicht so richtig beschreiben. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Ergebnis, was ja so ein bisschen offen bleiben sollte. Also ich meine, es ist in gewisser Weise bereits positiv zu sagen, hey, in dem Becken mit Twinster verbreiten oder wachsen Keime langsamer. Ist ja schon mal besser als nichts. Allerdings ist es, kann ich jetzt aufgrund des Tests, die ich hier gemacht habe, nicht sagen, dass das Becken mit Twinster nachweislich keimfreier ist. Es ist sozusagen inaktiver, was die vorhandenen Keime angeht. Es ist nicht unbedingt keimfreier. Aber trotzdem ist das in gewisser Weise ja ein positives Ergebnis. Deshalb möchte ich das jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so. Ja, abschließendes Fazit also. Der Twinster hält Grünalgen fern. In meinem Test-Setup. Ich muss das immer wirklich dazu sagen und mir ist das sehr, sehr wichtig, dass ich das so deutlich dazu sage. Denn wie gesagt, ob das bei dir funktioniert oder nicht, kann ich nicht beschwören. Du hast jetzt hier halt einen Vergleich, auf den du dich beziehen kannst, wo ich für mich persönlich sehr gut nachweisen konnte, wie das Ding funktioniert und dass es Grünalgen effektiv fernhält. Mehr kann ich darüber aber nicht sagen und ob das bei dir funktioniert, wirst du selber ausprobieren müssen. Trotzdem glaube ich, war das ganz aufschlussreich, auch so mal diesen direkten Vergleich, ohnehin einen direkten Vergleich zweier Becken zu sehen, die so identisch wie möglich eingerichtet waren, ist eh schon relativ spannend und ich glaube wirklich, dass wir mit diesem Setup noch viel Spaß haben können, deshalb nicht vergessen, den Aufruf vom Anfang, ab in die Kommentare mit euren Ideen, was man in diesem Twinscape noch alles anstellen könnte.